Hallo und herzlich willkommen in meinen heiligen vier Wänden. Mein Name ist Kirsten Schumann, schön, dass ihr zugeklickt seid. Und ich möchte die Chance nutzen, euch aus diesem kleinen Debütroman vorzulesen. Eva Dix Ghosting, der Feind unter meinem Bett, seines Zeichens ein Psychothriller. Und hier begleitet ihr Marlene, die Protagonistin, Anfang 30, gerade frisch nach Berlin gezogen, auf ihrem Trip in die Dating-App Wunderwelt. Und in Marlenes Fall ist das nicht nur Chaos am Anfang, sondern auch lebensbedrohlich. Ich möchte euch gerne aus dem ersten Kapitel vorlesen und hoffe, dass ich so euer Interesse wecken kann. Das Buch ist käuflich zu erwerben im Buchhandel eures Vertrauens und das erste Kapitel heißt Willkommen in der Manege. Ich steige mittendrin ein. Der laute Aufschrei einer Hupe riss sie aus dem Gedankenkarussell. Sie blickte auf und erwischte dabei die glotzenden Augenpaare der Businsassen direkt vor ihr am Ampelübergang. Sie seufzte kurz, als sie ihr Gesicht in der Spiegelung des Busfensters entdeckte. Sich selbst zu sehen, das tat weh. Nachhaltig. Okay, vielleicht hatten ihre Freundinnen wirklich recht und sie sollte es einfach mal versuchen. Als sie die Tramstation erreichte und auf die Anzeigentafel schaute, blinkten ihr neonorangene LEDs mit einer zusätzlichen Wartezeit von 20 Minuten entgegen. Okay, nicht in Panik verfallen, dachte sie. Die Zeit kann ich sinnvoller nutzen, denn mir unsinnige Gedanken zu machen. Sie holte ihr iPhone aus ihrer Michael Kors Shopper Voyager Handtasche und tippte mit den frisch lackierten Fingernägeln ihren persönlichen sechsstelligen PIN ein. Mit zwei flinken Fingerbewegungen war sie im App Store gelandet und suchte nach dieser Tinder-App, die ihr ihre Freundin gezeigt hatte. Damit hatte Nina David gefunden, ihn gedatet, ihn geliebt und jetzt waren sie zusammengezogen und warteten nur darauf, dass der nächste Test positiv ausfiel und sie wieder einen Haken machen konnten in ihrer unfassbar romantischen Karriere als Liebespaar. Ob ihr so etwas auch passieren könnte? Nur wenige Minuten dauerte es, bis die App geladen war und der erste sympathisch wirkende Kerl ihr tief in die Augen schaute. Heilerziehungspfleger Tim erfüllte mit seinen 29 Lenzen und Hipsterbart in jedem Fall den Auftrag, dass sich Marlene weiter in den virtuellen Liebeskosmos vorkämpfen wollte. Sie wischte nach rechts und hatte direkt ein Match. Komisch, dachte sie, ich habe doch gar kein Profil ausgefüllt. Ihre Gedanken wurden vom Eintrudeln der Tram Richtung Warschauer Straße zumindest kurz unterbrochen. Sie erschrak fast. Hatte sie die Tram gar nicht kommen sehen? So vertieft war sie in die Gestaltung ihres neuen virtuellen Spielzimmers. Puh, sie beschloss, das Handy zurück in die Handtasche zu stecken und erst daheim wieder zu nutzen. Wenig später klackte ein Schlüssel im Schloss und eine Hand suchte durch den Türspalt den Lichtschalter. Die Energiesparlampe brauchte etwas Zeit, aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwachen. Mit leichter Verzögerung legte das zunächst schwache Licht eine recht kleine, aber gemütliche Zweiraumwohnung frei. Die orangebraunen Lieblingsstiefeletten blieben im Eingangsbereich des kleinen Flurs. Die Handtasche fand ihren Weg auf das liebevoll dekorierte Sofa, auf dem sie sogleich Platz nahm. Eine bessere Bühne für ihr Profilfoto konnte sie sich gar nicht ausdenken, aber sie sah trotz des schummerigen Lichtes müde und abgekämpft aus, was der Selfie-Modus im Handy-Display schonungslos aufdeckte. Zugenommen hatte sie auch, seitdem sie vor 8 Monaten unbedingt mit dem Rauchen aufhören musste. Sollte sie sich vielleicht doch lieber ohne Profilfoto durch das Tinder-Wunderland bewegen? Nicht, dass Tim sein Match direkt wieder auflösen wollte, wenn man sie auf den Bildern erkannte. Sie bemerkte,
wie ihr Selbstwertgefühl mit jedem Gedankengang weiter und weiter in den Keller rutschte. Ein Teufelskreis würde sie erwarten. Sie konnte noch aussteigen, bevor sie einstieg. Doch sogleich suchte sie in ihren Fotos nach einem passenden Bild, das Tim ansprechen könnte. Und, wer hätte es gedacht, sie wurde schnell fündig. Der Urlaub in Spanien mit ihrem Ex-Freund erlaubte damals noch viel Strahlkraft in ihren Augen. Die Sonne tat ihren Dienst und der Sangria ebenso. Das war jetzt schon mehr als 2 Jahre her. Damals schlich sich die Saat des Teufels in ihr Leben. Und er war geboren. Ghosting, der Feind unter meinem Bett von Eva Dix. Ihr werdet noch mehr über Marleen und ihr Martyrium erfahren. Und ich freue mich über jeden, der sich das Buch bestellt, in der Buchhandlung eures Vertrauens oder natürlich auch bei den bekannten Online-Plattformen. 8,99 das Paperback und 4,99 das E-Book. Vielen lieben Dank fürs Zuschalten, fürs Zuhören und ich hoffe, dass wir uns vielleicht mal bei einer Lesung begegnen werden. Und freue mich natürlich auch über Feedback und das könnt ihr gerne austeilen im Social-Media-Kosmos. Ihr findet mich auf Instagram bei Hashtag Profistimme und sonst auf meiner Homepage www.kirstenschumann.de. Vielen lieben Dank und euch noch einen schönen Tag.